Hallo allerseits, hier ist wieder Stricky bei World of Tanks. Heute gab's das erste Türchen im Adventskalender vom Premiumladen und siehe da, ein neuer Tank, der T92. Ist ein leichter Panzer der Amerikaner. Meine, ist auch mal nicht schlecht, ne? Sieht ganz knuffig aus und zeichnet sich vor allem durch seine Beweglichkeit aus, ne? Man sieht schon hier, Beweglichkeit der Balken ist ziemlich weit drüben. Ist recht flott unterwegs, sieht man gleich auch im Gefecht. Mein erstes Gefecht mit ihm und das Post werde ich gleich mal hochschicken, hochladen. Das sagt, glaube ich, mehr aus, wenn so ein Noob wie ich, so ein absoluter Amateur, so mit einem Panzer umgehen kann, dann scheint er nicht schlecht zu sein, muss ich echt sagen. Oder was heißt, wie man sieht, meine Besatzung, ich habe noch nicht mal eine Lampe drauf, denn leichte Panzer der Amerikaner bin ich so gut wie gar nicht gefahren. Da habe ich meine Reihe bis zum Chaffee gemacht und das war's schon, glaube ich. Beziehungsweise den T37 habe ich noch freigeschaltet, vielleicht auch gefahren, das ist aber schon länger her. So, was haben wir noch? Tarnwerte, so, ja, so mittel. Schlecht sind sie nicht. Ich habe jetzt hier erstmal das Tarnnetz drauf, aber wahrscheinlich nehme ich das wieder runter, denn zum Rumstehen ist er fast zu schade. Muss ich mich noch ein bisschen reinfuchsen, ob ich damit passiv scoute oder umherdüse im ersten Gefecht, was ich jetzt im Anschluss gleich dann noch dranhänge. War das mit dem Passiv-Scouten sowieso nicht möglich, denn es war ein Angriffsgefecht, also ist das schlecht, wenn man stehen bleibt. Ne? Jo, was gibt's noch hier? Sichtweite habe ich jetzt auf 449 hochgekriegt. Ich habe die Lüftung drin, ich habe die entspiegelte Optik drin. Allerdings kein Waffenbrüder, also das könnte man noch ein bisschen hochschrauben. Oder wenn man es wirklich als reinen Passiv-Scout nimmt, kann man ja sicherlich noch. Na, wie heißen sie? Die Binoculars, das Scherenfernrohr reinbasteln, genau. Da hat man noch ein bisschen mehr Sichtweite. Boah, ansonsten vom Grund her nicht schlecht. Und wir schauen uns erstmal das Gefecht an. So, da bin ich wieder. Wir haben die Siegfriedlinie und ja, wie ich schon sagte, Angriffsgefecht. Das heißt, wir müssen angreifen, wir müssen erobern, wir können nicht einfach warten. Das hat natürlich meinen ganzen, ja, was heißt Plan, Versuch, sag ich mal, zunichte gemacht. Da in einer Mangelung an Zubehör habe ich ihm einfach ein Tarnnetz mit eingebaut. Naja. Gut, das werde ich wohl in diesem Gefecht nicht gebrauchen. Trotzdem reflexartig fahre ich erstmal in die Mitte an den einen Spotting-Punkt. Aber es ist, glaube ich, ein bisschen, kann ich ja jetzt im Nachhinein sagen, es war ein bisschen wenig oder kurz nachgedacht nur. So, was gibt's noch zu dem Panzer zu sagen? Der. Ja, die nackten Werte sind natürlich jetzt DPM 2085, was will man dazu sagen? Pro Schuss 150 Damage, 175 Penetration in der. Der schießt ja APCR, aber 175 Penetration ist natürlich jetzt nicht so die Wucht. 4,3 Sekunden Reload. Oder 4,32, wenn man es genau wissen will. Aimtime 1,73 Sekunden. Ist nicht schlecht. Also, wie man hier im Gefecht sieht, reicht mir völlig aus. So, hier merke ich erstmal hoch. Bin ja doch aufgedeckt, denn wie gesagt, ich habe da noch gar keine Lampe drauf, was natürlich in dem Light schon ein bisschen dumm ist. Das gebe ich gerne zu. Oh, und da hat es dann doch Klick gemacht. Ich müsste ja doch ein bisschen aktiver werden. Und was mir zusagt, ist doch die Beweglichkeit. Also schnell mal gewendet, schnell mal das andere Ende der Karte angefahren. Das geht wunderbar mit dieser Kiste. So, da merke ich, oh, der braucht nur noch einen Schuss vielleicht. Und zack, getroffen. Aimtime völlig in Ordnung. Ein Ding habe ich mir noch gegönnt. Habe gedacht, am Anfang haue ich mir mal noch die Cola rein, denn ich
Hab auf den Feuerlöscher verzichtet. Hab gedacht, na, wenn so ein Light brennt, dann war es das meistens eh. Und habe mir jetzt erstmal eine Cola gegönnt, so lange, bis ich wenigstens die Besatzung ein bisschen hochtrainiert habe, ne? Und ja, gegen ISX, da kam ich natürlich nicht durch. Hat man gesehen und da merke ich, oh, da war ja noch ein Cromwell. Und hab dann, puh, also rein vom Logischen hätte ich nicht gedacht, dass der noch sitzt. Optisch kam es mir vor, als ob der Schuss vorbeiging, aber das war das berühmte RNG. Bei T3485 hat es nicht funktioniert. So, und dann habe ich gedacht, mein Gott, der du, der ist weg. Und dann habe ich gedacht, na gut, den einen schaffe ich vielleicht, da rommel ich mal rüber. So, einen verpasst. Schussfolgen ähneln sich ein bisschen. Ich glaube sogar, der Grombel ist ein Zacken schneller. Aber ich habe ja noch Hilfe. Genau. So, da war der Motor kaputt, den habe ich erstmal schnell repariert. So, dann denke ich, na gut, taste ich mich da hinten ran. Gleich mache ich natürlich wieder mal so einen richtigen Honkfehler, muss ich sagen. Fahr hier rum, achte nur mit dem Augenwinkel auf den T71 dahin und rungs mal einen Baum um. Sehr clever im Light, muss ich sagen. Aber es wurde nicht bestraft. Es hat niemand hier auf mich gewartet. So, dann habe ich einen Blick auf die auf den Spielstand geworfen und auf einmal 12 zu 4. Gedacht, oh, da sind ja gar nicht mehr viele übrig. So, der AT7 fährt gerade so da hinten rum, da komme ich nicht mehr dran. Da fährt noch ein Batsche 12 Tonnen da vorne rum, aber da komme ich auch nicht rum. Und hab gedacht, da war irgendwo noch der T71. Und hab gedacht, na gut, schnapp ich mit denen. Ist ja so ein bisschen ähnlich wie meiner Panzer, eine Stufe drunter, aber. Und blups, habe ich ihn da hinten aufgedeckt. Also, der haut mir erstmal schön eine rein. Dann schieße ich, weiß ich nicht, ob ich daneben geschossen habe. Hab aber gedacht, Mensch, den rammst du und wunderbar. Also ohne Lampe. Gut, Spotting-Schaden habe ich natürlich wenig gemacht, klar, aber dafür ein bisschen Damage. Und ich denke mal, so schlecht war es nicht, ne? So, das war also mein erster Kampf mit der Kiste. Und muss sagen, gar nicht so übel, wenn ich damit so einigermaßen zurechtkomme. Das heißt schon viel. Also ich denke mal, da wären die guten Spieler, die blauen und lilanen, die werden da ordentlich was reißen mit dieser Kiste. Also da wird es dann wieder einen OP-Aufschrei geben, vermute ich mal. So, ich wollte mir am liebsten noch eine Tarnung draufhauen, aber hab dann gedacht, nein, da warte ich mal lieber, bis das neue Update kommt mit dem neuen Tarnungssystem. Da kann ich ihn vielleicht ein bisschen irgendwie, weil, keine Ahnung, besser gestalten. Da kann man ja die Größe der Tarnflecken ändern und was weiß ich. Das teste ich dann mal aus. Ansonsten, ich drehe sie mal rum. Sieht von hinten auch nicht schlecht aus. Also, coole Kiste. T92 war mir schon ein Begriff von Armored Warfare. Da ist der, glaube ich, ein Stufe 2 Panzer, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Und deswegen habe ich gedacht, oh, T92 kennst du doch. Und siehe da, gefällt mir, spielt sich aber gut, sieht gut aus. Und ich bedanke mich erstmal. Ach so, nebenbei, noch ist er zu haben. Ich glaube, bis morgen früh 7 Uhr war das letztes Jahr. Wurde da immer das nächste Türchen geöffnet. Oder 9 Uhr. Bin mir jetzt nicht sicher. Oder bis 7 Uhr waren die Panzer zu haben und ab 9 Uhr gab es den nächsten. Irgend sowas war da. Also schnell zuschlagen, wenn ihr den haben wollt. Wenn nicht, natürlich nicht. Klar. Kaufempfehlung, weiß ich nicht, ob ich jetzt so befugt bin, Kaufempfehlungen zu geben. So, ich habe mir gekauft, hoffentlich hört es meine Frau nicht, und bin zufrieden. Also im ersten Moment definitiv zufrieden, kann ich sagen.
So, und nun schönes Wochenende, euer Striggi.